Wie mein Fratello das schon gesagt hat, 48 Stunden haben Sie noch Zeit. Wofür? Um Geld zu bezahlen oder was? Richtig. Wie viel? 50.000. Einverstanden. Ich willige ein. Da hast du nicht einzuwilligen, ist das klar? Das wird gemacht. Passt auf, lasst ihn ins Auto rein, nehmt ihn mit, folgt mir, wir lassen ihn. So ein Shutter, der unbesetzt ist. Zur Sicherheit würde ich sagen, am Arsch der Welt am Krankenhaus sind die Chance raus. Lassen ihn meinen Gruß von Miro da und fahren weg. Wenn einer möchte, kann er noch einmal auf ihn einschlagen, aber wenn nicht, dass er drauf geht, ich glaube, das ist sogar zu viel. Bin mir nicht sicher. Folgt mir einfach. Lasst es einfach sein. Ja, ich glaube, er hat es verstanden. Beide von ihm. Jetzt steigst du aus und läufst. Lauf, soweit du kannst. Lauf, wohin du willst. Sag er so ins Krankenhaus oder so. Lauf ins Krankenhaus, lass dich verbinden. Los, hopp. Und jetzt Waffe weg, steig ein. Stellt euch einfach, stellt euch einfach die Maske aus. Sonny nach vorne. Einfach mal hier hinter Sonny aufstellen oder so, oder? Ja, ja, schon die Maske aus, ne? Hätten wir hierzu nicht Raider zu holen. So, Kodak, die Person vor Ihnen kennen Sie ja wahrscheinlich. Selbstverständlich. Okay, dann viel Spaß. Alte Bekannte. Hallo, wie geht's? Buonasera, Lia. Auf meine richtige Reihe. Wie geht's? Gut siehst du heute aus. Erholt. Grazie. Du auch. Danke, danke. Bin ich auch. Geh nur, geh mal Schritt vor. Wie kann ich dir denn helfen, oder was ist denn los? Ich habe Schlechtes gehört. Wir haben Schlechtes gehört. Ach echt? Was denn? Wie gesagt, ich habe nur mitgeteilt, dass es schlechte Nachrichten gibt gegenüber der LZN. Und dass du mir noch nicht genauer das erzählt hast. Möglich schlechte Nachrichten. Wirklich, wirklich schlechte? Möglich. Möglich, möglich. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich habe ermittelt und möchte meine Ergebnisse jetzt vortragen. Ich wurde vor einiger Zeit vor ein paar Menschen aus dem Krankenhaus heraus entführt und durch einen doppeltürigen Kühlschrank in einen Keller gebracht, wo mir Drogen verabreicht wurden, Folter angedroht. Und Moment, darf ich noch mal kurz ganz eine Frage? Ja, wer könnte für die interne Instabilität der Cosa Nostra sorgen? Was? Sonny, ich glaube, wir haben uns an dem Tag sogar gesehen, als ich dann bei dem Haus gewesen bin und rein wollte, um den Kühlschrank zu checken. Erinnerst du dich noch? Da hast du irgendwie deinen Rausch im Gebüsch ausgeschlafen. Ach ja, genau. Ja, ich habe weiter ermittelt und habe mir, da ich die Schwägerin des Dons bin, habe ich mir gedacht, dass es ja nicht sein kann, dass ihr das gewesen seid, obwohl er mir sein Wort gegeben hatte, dass mir nichts passieren wird. Ja? Ja. Und er soll eine rechte Hand haben, richtig? Der Don? Ja. Ich weiß nicht. Nein, ich meine ich nicht. Mhm. Ich habe weiter nachgeforscht und herausgefunden, dass es sich dabei um einen Herrn Deltares handeln soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht Interesse daran hatte, Miro zu Fall zu bringen, indem er Miro in eine Ecke drängt, in der er nicht mehr klar denken oder handeln kann, wenn... Sag Bescheid, wenn ich was dazu sagen darf. Ja, gerne, gerne. Die Vorwürfe sind aus meiner Sicht nicht richtig und dank dem Herrn Deltares ist einiges so, wie es jetzt ist und einiges so, wie es sein soll. Und einiges so, wie es in der Vergangenheit nicht, Gott sei Dank, war, also in der Vergangenheit war und jetzt nicht mehr so ist. Der Held der Tages hat Wohltaten vollbracht. Ganz große, ja. Das hat mit einem Sturz nichts zu tun. Er ist aus Sizilien eingereist und hat, wie gesagt, Wohltaten vollbracht. Und so lasse ich das jetzt auch im Raum stehen. Entschuldigung. Verzeihung.
Was machst du? Verpiss dich von dem Anwesen. Bist du wahnsinnig oder was? Was fährst du einfach aufs Anwesen? Verzeihung, Breitenberg mein Name. Ich muss eine Ablösung bezahlen. Verpiss dich. Was? Bist du wahnsinnig? Weißt du überhaupt? Okay. Ich fahr raus. Entschuldigung. Ich fahr raus. Bleib. Ey, der verpisst sich gerade, ne? Welches Auto? Das weinrotes Auto. Das ist wieder der Breiten vom Berg. Der ist einfach aufs Anwesen gefahren. Ich stehe hier und telefoniere. Ich hab zugemacht. Er kommt nicht. Wo ist er? Bitte. Er ist Haupttor. Eventtor. Haupttor. Es wäre. Verzeihung, ich soll rausfahren. Steig aus. Ich bin Breitenberg. Ich hab das Geld dabei, was sie wollten. Ich wusste nicht, dass sie reinfahren. Hallo. Ich hab das Geld dabei. Sony Black aber. So, könnt ihr mal bitte Sony aber. Wollen, wo ihr seid? Welches Tor? Haupttor unten. Haupttor. Sie hat gesagt, ich darf einfach rauffahren. Ich wusste, ich kenne mich damit nicht aus. Tut mir leid. Ich soll rausfahren. Ja. Ich wollte doch gerade rausfahren. Ein wunderschöner Herr Montana. Kann ich Sie sofort zurückrufen? Ja, natürlich. Bis gleich. Ja. Bitte noch. Sie hatten 48 Stunden Zeit. Sie haben gesagt, sie versuchen es so schnell wie möglich, aber ihnen hat keiner erlaubt, auf dieses Anwesen zu fahren. Haben Sie mich verstanden? Ja, das war mein Fehler. Das tut mir leid. Da sitzt noch jemand im Auto. Richtig, das ist mein Ex-Frau Stella. Einmal ausstellen. Ich und Bob sind gleich am Anwesen. Sie hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Sie ist recht blauäugig. Du willst bezahlen? Ja, ich habe das Geld dabei, wirklich. Ich sagte doch, ich möchte ihnen keine Probleme verursachen. Und da fahren Sie hier einfach aufs Grundstück, ja? Aber Bob wollen keine Probleme verursachen. Ich hab vor der Tür gewartet, gehupt, 5 Minuten, keiner kam. Ja, klar, und dann fährt man natürlich rein, ist doch klar. Seid ihr das auf dem Dach? Ja, also das Tor ist aufgegangen, ich dachte, ich wurde eingeladen. Von Breitenberg. Wow. Das waren wir. Sie können nicht einfach hier aufs Anwesen, auch wenn sie es gut gemeint haben, ja? Sie können nicht einfach hier drauf. Sie sehen, die Leute, die Fratelli sind sofort da, das ist privat. Sie geben jetzt erstmal ihre Sachen, was sie haben. Alles gut, macht langsam. Er meint's gut, er wollte bezahlen, ne? Ich bin hier, um die Summe zu bezahlen. Sind Sie bewaffnet, Herr Breitenberg? Bewaffnet? Warten Sie mal. Ja, und ich habe nur eine kleine Pistole dabei, nichts Besonderes. Hör mir zu. 1.33 Uhr heute, vor circa 10 Minuten. Ja? Du, Kachpa, ja. Stress, wer sind Sie bitte? Nein, sind Sie das? Ich habe mich schon gefragt, wem diese Nummer gehört. Ich habe extra der Person noch geschrieben. Also ich habe die Person als Kachpa Stress eingespeichert und ich habe geschrieben, wer sind Sie bitte? Ich habe keinen Verlauf. Wollen Sie mich komplett verarschen? Nein, ich wusste das wirklich nicht. Das ist jetzt ein selten Wunder. Irgendwie höre ich da so ein Lächeln in den Unterton. Garantiert nicht. Finden Sie das lustig? Ich fürchte um mein Leben, ich bin hier, um zu bezahlen. So, die Dame ist wohl der Meinung, dass ihr Ex-Freund ein bisschen verwirrt ist und sie nur Beifahrer war. Ja. Wollt ihr euch eben kurz um die Dame kümmern? Ist das okay für euch? Natürlich. Tun Sie bitte nichts, sie ist unschuldig. Alles gut, kommen Sie mit und folgen Sie bitte mir und dem Herrn mit dem weißen Hut. Donny? Natürlich. Ja. Lass die Dame mal die Auto abschließen, bevor das jemand anders nimmt. Ja, Fratelli, kümmert euch bitte um die Dame. Die ist wirklich noch grün hinter den Ohren, keine Sorge. Völlig harmlos, die Dame. Sie haben das Geld dabei? Ja, natürlich. Erlegen Sie es bitte dem Herrn zu meiner Linken aus. Gerne. Wie versprochen, ich halte mein Wort, immer. So, der Herr, darf ich nochmal Ihren Ausweis bitte sehen? Natürlich. Gut. Somit werde ich Sie von der Blacklist entfernen. Was mich aber noch interessieren würde, ist, Sie haben jetzt zwar die Summe gezahlt, aber haben Sie dann daraus gelernt? Natürlich. Wenn Sie sich in Zukunft ein bisschen anstrengen, sich besser zu verhalten. Du bist doch. Und vor allem Ihr Mundwerk etwas zu reduzieren und sich nicht mehr, wie soll ich sagen, auf ein Niveau begeben, das unserer Familie nicht angemessen ist. Ich werde mich zügeln, das verspreche ich. Gut, weil sonst werden wir uns sehr bald wiedersehen, ne? Das wissen Sie. Ich hoffe im Positiven. Das liegt bei Ihnen und zwar nur. Nee, wie Sie telefonieren, jetzt mal bitte nicht. Ich habe aufgelegt. Sie haben gut, Sonny, möchtest du dem Herrn noch was sagen? Sie haben mein Fratello gehört. Sie haben sich jetzt freigekauft. Ihnen wird nichts mehr passieren. Gehen Sie zu einem Arzt. Ich möchte keine SMS mehr empfangen. Keiner von uns möchte mehr eine SMS in Richtung Kachpa.
Sind sie dumm? Sind sie ähnliches? Knoblauchgeruch, gar nichts mehr empfangen, ja? Natürlich. Sollte das wieder passieren, sehen wir uns wieder. Ich hätte noch ein anderes Anliegen. Ich würde gerne die Gunst der Stunde nutzen. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt mal keine Gunst der Stunde. Das Gespräch ist hiermit beendet. Ja. Es kann sein, dass sie noch konsultiert werden von unserem Familienoberhaupt. Allerdings nicht zurückführend auf die Sachen, sondern in einem normalen Gespräch wahrscheinlich, weil wir wollten, dass sie eigentlich ihn konsultieren, beziehungsweise dass da noch zu einem Gespräch kommt, weil er leider jetzt gerade nicht hier ist und sehr sporadisch aktuell einreist. Aber wenn er da ist, wollte er auch nochmal um eine Audienz mit ihnen bitten. Sei ihm gestattet. Ich würde mich auch gerne entschuldigen. Das halte ich für angebracht, ja. Kennen Sie übrigens die genaue Definition einer Audienz? Der Herr, das Gespräch ist hiermit beendet, wie ich schon sagte. Führt bitte den Herrn nach draußen. Er kann die Gunst ein anderes Mal bitten. Na, dann folgen Sie uns. Gute Genesung. Danke sehr. Einen schönen Abend noch. Hallo, bitte. Ist der Kollege schon weg von dort, Fratellis? Wir sind aktuell mit seiner Ex-Freundin an der Krotte einen Rotwein trinken. Ach du Scheiße. Ey! Alter Leute. Ihr wisst ja, was er gemacht hat? Was? Er hat uns gefragt, ob er sich in naher Zukunft bei uns vorstellen kann. Ja, ja. Ja. Was habt ihr zu ihm gesagt? Er meinte, dass da irgendwie Audienz eigentlich bedeutet, dass man mit jemand Höherem reden möchte. Eigentlich müsste er fragen, ob er die Audienz mit Miro haben dürfte. Ja. Na, da das ist ein Fallsteller, alles gut. Ich hab gesagt, der Begriff ist Audienz ist mir geläufig, ja, aber. Na, und dass er über niemandem steht hier. Ja, du hättest ja auch mal fragen können, ob er dem Wortfetischismus verfallen ist. Das ist ja auch möglich, ne? Man kann es auch übertreiben. So, was machen die jetzt an der Krotte mit der Dame? Ich würde nämlich gerne, dass ihr morgen noch einreist, ja. Also was machen die jetzt an der Grotte? Bitte. Die Herren, ich würde gerne noch mal wissen, was wird da gerade an der Grotte veranstaltet? Christian probiert die Dame sich klar zu machen. Nein, tu ich nicht. Christian! Nee. Ich mach mir die Dame klar. Hallo, was ist los bei euch? Bob, du hattest schon genug Lasten. Was ist mit euch? Ich dachte, irgendwas Spaß. Ballern und so. Leute, ja, es hat wohl was mit Ballern zu tun, aber egal. Ich Brüder, hätte euch, ich, warte mal. Leute, ich hätte euch morgen gerne immer noch hier, ne? Das wisst ihr. Ja. Und denkt auch bitte und an eure Wocheneinzahlung. Natürlich. Wir brauchen euch dafür noch. Ganz kurz. Ah, Wocheneinzahlung, richtig. Natürlich. So, sollen wir die Dame wieder nach vorne bringen oder bringen Sie den Herrn nach hinten? Dürfte ich mal fragen, ob ihr sie ihm jetzt entrissen habt, weil das wäre ein bisschen räudig? Ja, haben nein. wir. Nein. Die hat selber oft genug gesagt, dass sie die Ex ist. Ja, genau. Ja, auf jeden bitte, Fall dieser... Bitte jetzt behaltet euren, bitte, ihr wisst schon, ne? Verhaltet euch bitte nicht wie, aber ihr macht es schon, ne? Und dass Christian mal auch mal zum Schuss kommen möchte, kann ich verstehen. Christian, gönn dir. Notfalls gehen wir dem Breitenberg einfach eine Spritze, dann ist er der Bucho und dann ist das dem eh scheißegal. Ja, auf jeden Fall, Breitenberg müsste eigentlich und vom Tor sein. Der stand gerade hier wieder und hat über die Hecke geguckt bei uns. Ja. Ne? Christian, das war natürlich nur Spaß, ne, du weißt. Hier, ja, Leute, ich wollte über die Hecke gucken. Sowas. Leute, begleitet die Frau jetzt nach draußen, bitte. Damit der Herr Breitenberg nach Hause fahren kann. Christian. Gefallen. Ich werde dich aber auch noch verkuppeln. Wir sind bereits unterwegs. Buonasera, Christian. Hörst du mich? Buonasera. Ja, ich höre dich. Wollen wir die anderen Gebiete noch durchgehen eben? Wenn du gerade Zeit hast und mir eben schnell helfen kannst, hier den Brütungfall zu machen, dann können wir das schnell machen, ja? Was musst du machen? Spitzhacke und dann alter Schrottplatz. Ja. Wo? Alter Schrottplatz? Ja, Sandy Schrott. Das geht doch ohne Spitzhacke. Oh, dann brauchst du nebenan eine Spitzhacke. Was musst du machen? Für die Ware, die wir unten im Keller einbauen, sammle ich gerade noch die letzten Sachen, die fehlen. Ja gut, kann ich auch machen. Kann ich ja zustoßen gleich. Schick mir mal einen Standort, dann komme ich. Einfach Sandy Schrottplatz, wo der Wärter ist, der die Autos wieder rausgibt. Silberner Burrito. Jo, dann bis gleich, Christian. Nee, bis gleich. Jo. Noch 50. Buonasera. Buonasera.
So, alles voll. Jo, passt so. Noch... Oh, dankeschön. Bitteschön. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ja? Warte mal, sonst, Herr Montana, wie viel Platz haben Sie im Rucksack? Noch genug eigentlich. Dürfen wir unsere Tasche auch noch voll machen? Machen Sie, der Wagen ist offen. Wem gehören Sie, wenn ich fragen darf, die Dame? Wem ich gehöre? Ja, zu Yakuza oder was? Ja, zu das hat sich ja falsch angehört, die Frage. Ah, Herr Montana. Okay. Achso, das sich ja falsch angehört, dann Scusi auf jeden Fall. Ne? Eins, zwei. Sie müssen mir da immer sagen, wie viele Stacks Sie im Rucksack gekriegt haben. Ich habe. Wieso? Bestellen wir jetzt die Frau? Nee. Nee. Nein, nein, ich bezahle sie dafür. Das... Ah, ich habe 6 Stacks. 6, 8, 9, 10, 11. Warte mal, ich leg ihn. Ich kann das noch wegschmeißen. Oh, ich helfe Ihnen doch gerne. Das ist sehr nett. Weißt du, passt doch nicht mehr rein im Rucksack. Egal. Dann habe ich halt nur 5. So, du hast 6, ich habe 5. Das macht 11. Mal 25. So, dann kriegen sie jetzt nochmal ein kleines Geld. Ich stecke ihnen doch mal hier so ein bisschen zu, ne? Das hört sich auch verdammt falsch an. Ja, das hört sich wirklich falsch an. So, bitteschön. Dankeschön. Ja, dann noch einen schönen Abend, ja? Gleichfalls. Ihnen dann noch viel Spaß hier. Lassen Sie mich abziehen. Nö, ich nicht. Von den misstrauischen Herren da hinten. Aber ganz kurz noch eine Sache. Ich spüre, bei euch hat's. Habt ihr irgendwie was gemacht, Christian? Irgendwie versteht euch so gut. Nee. Soll ich jetzt mit Kupplungsversuch werden? Ach so, die Frau Dame ist vergeben. Ah, okay, alles klar. Ja, ich bin vergeben. Oh, ich hoffe, es hat gesetzt. Was ist das für ein Notstand hier? Keine Ahnung, die ist voll verlegen gewesen. Fangt ihr euch die Frauen mit dem Lasso jetzt neuerdings oder was? Nee, ich doch nicht. Bin nicht so einer. Christian? Ja, bitte? Da war ich selber ein Spaß. Ich weiß. Also, ich würde dich trotzdem gern verkuppeln. Also, ich wollte eigentlich. Hast du Lust? Ich hab die Dame noch hier bei mir stehen. Wir bringen sie gerade nach vorne. Nicht mit ihr vielleicht zwingend, oder doch? Oder hast du mal. Gefällt sie dir? Moment, ich muss mal zur Seite gehen. So. Weil sie konnte mich die ganze Zeit noch hören. Warum nicht? Aber der Herr Rossmann macht sich die gerade schon klar. Ach so. Ah, ich sehe es. Moment, ich bin ja schon fast gleich da. Bis gleich. Jawohl. Noch das Gesetz. Man will ja fair bleiben. Ja, natürlich. Sonny. Ja. Ich habe mir nur mal geklärt. Moment. So schnell kann es gehen, Herr Rossmann, ne? In welcher Verbindung stehen Sie zu dem Herrn Breitenberg? Breitenberg ist mein Ex. Ja, Sie wissen, mit wem er sich angelegt hat, oder? Weiß ich nicht, so viel weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Könnt ihr auch mal nochmal klar machen, dass man nicht einfach so aufs Anwesen fährt? Wir gehen schon mal vor, ihr Ex-Mann wartet, Ex-Freund. Nee. Hatte sie ihm aber auch gesagt, ne? Mehrmals. Wenn sie jetzt hier Nummern ausgetauscht haben, dann ist das jetzt so. Privat ist privat, geschäftlich ist geschäftlich, kommen Sie mit. Mhm. Es gibt viele nette Fratelli. Christian ist nett. Bob ist nett. Wir sind alle sehr nett. Jedoch sollte man uns nicht auf den falschen Fuß erwischen. Ja? Und bitte nicht einfach aufs Anwesen fahren. Ich hab das auch gar nicht gemacht. Ich hab ihm ja extra gesagt, er soll nicht rauffahren. Aber er hat sie auch in die Scheiße geritten. Aber wenn sie die Fratelli treffen möchten, machen sie das privat. Ich hab nochmal eine Frage. Was habt ihr der Frau dann alles abgenommen? Haben sie irgendwas abgenommen? Lediglich die abgenommen? Waffe habe ich abgenommen. Wenn sie am Tor ist, gib sie ja bitte wieder. Die Dame noch eine Sache, ihre Waffe. Ja. Sie haben jetzt keine Munition dazu, ne? Doch. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Mhm. Und eine gute Heimfahrt. Mhm, danke schön. Arrivederci. Arrivederci. Jungs, das wird die zukünftige Frau Watson. Ja, Christian, ich wollte auch mal Christian. Komm mal her, Christian. Hey, warte. Hab ich gerade wirklich ein Zivi genannt? Ja, Mann. Ja. Business Tower. Nein, Sonny. Jungs, du musst aufpassen. Business Tower gibt's Kopfschmerzen, ne? Ah! Shit! Auf mich wird geschossen. Sonny, soll ich fahren? Geh, alle darauf funktioniert sofort, Business Tower, los, alle, zack. Okay, ich mach.
Bob! Wir brauchen Informationen, Bob, alles gut, Informationen kurz. Ja, hier, die Tiefgarage, Business Tower. Maskiert, Leute, habt ihr gehört? So, alle jetzt Business Tower, ja. Alle jetzt Kickdown Business Tower, ganz schnell. Gegen wen schießt du? Hast du irgendwelche Informationen für uns? Maskiert, Bob, wie viele? Gegen Breitenberg schieße ich und seine Leute. Oh shit, Digga. Bob, wie viele? Wie viele sind da? Drei, vier Leute, gib Gas! Oh, fahr! Gas! Maske weg! Polizei ist vor Ort. Oh shit, Mann, wir müssen jetzt was machen. Bob, wo bist du? Da unten drinnen. Tiefgarage unten. Steig ein! Steig bei uns ein! Steig in den Schafter, steig! Steig ein! Hör auf! Ist offen! Warte jetzt, steig ein! Mach rein, jetzt! Okay, die machen jetzt zu für uns. Wir machen zu? Okay, Bretter durch. Jetzt Bretter durch. Weiter. Jetzt Bretter. Fahren die näher gesagt. Army verfolgt und fahr weiter. Gib Kickdown. Oh mein Gott. Okay, Army verfolgt uns. Chapter 6. Auktionshaus vorbei. Wir sind am Skaterpark jetzt. Höhe Skaterpark, Vargos. Ich sehe euch. Fahren weiter, biegen rechts ab Richtung Bahama Mama Garage. Sind hinter der Bahama Mama Garage auf der Straße, werden verfolgt von zwei, drei Autos. Können wir jetzt anwesen? Ja, ne? Euch verfolgen fünf Autos. Hallo, können wir jetzt anwesen? Ja, nein. Wir haben eine Schussankündigung, die schießen auf uns, ich schieße zurück. Wir können jetzt anwesen, ne? Wir brauchen wieder das Feuer, ja, alte ändern wir. Nicht aufsteigen. Fahren wir los. Erst wenn wir bei uns am Anwesen sind, dann steigen wir aus und dann wird kein Rückfall. Warte, ich schon in die LCN-Straße. Aussteigen und reinhalten. Auf die Seiten gehen. Schön reinhalten. Abflug, zieht euch bitte zurück. Ab aufs Anwesen, zieht euch einfach nur zurück. So verstanden.